18 Gehälter von Top-Managern in DAX-Unternehmen sind schon offengelegt. Nun warten wir gespannt auf die nächsten. Denn in wenigen Minuten sollen wir erfahren, wie viel zum Beispiel Deutsche Bank-Chef Ackermann im vergangenen Jahr verdient hat. Wenn das Geld vom Himmel regnet, das tat es im vergangenen Jahr für die meisten Chefs von DAX-Unternehmen. Auch Josef Ackermann wird gut lachen haben. Einer Schätzung zufolge sollen es vergangenes Jahr rund 8 Millionen Euro gewesen sein. Damit kommt er nicht an sein Traumgehalt von 2007 heran. Da waren es noch 14 Millionen. 2008 dann der Einbruch wegen der Wirtschaftskrise. Überwiesen wurden nur 1,4 Millionen. Jetzt also wieder der Aufstieg unter die Topverdiener. Bis jetzt haben 18 Unternehmen die Gehälter für 2009 offengelegt. Spitzenreiter RWE-Boss Jürgen Großmann mit 7,2 Millionen. Dahinter Siemens-Chef Peter Löscher mit 7,1 und VW-Konzernchef Martin Winterkorn mit 6,6 Millionen Euro. Auch wenn Josef Ackermann nicht so viel verdient hat wie vor der Wirtschaftskrise, sieht alles danach aus, dass er dieses Jahr wieder ganz oben steht. Und darüber will ich jetzt mit Ulf Posé sprechen. Er ist Präsident des Ethikverbandes der deutschen Wirtschaft. Guten Morgen, Herr Posé. Gehälter von 7 Millionen und mehr, halten Sie das für gerechtfertigt? Das kommt darauf an, was die Ursache für die Zahlung der Gehälter ist. Wir dürfen nicht die absoluten Höhen ständig kritisieren. Dann erzeugen wir letztlich mehr Zorn und Wut, als wir eigentlich brauchen in der derzeitigen Krise. Sondern wir sollten darüber nachdenken, was ist die Ursache für den Bezug und nicht, wie viel bekommt jemand. Also nicht die Höhe ist entscheidend, sondern wofür bekommt jemand Geld. Und wo sehen Sie da die Ursachen? Nun, die Ursache kann liegen im wirtschaftlichen Erfolg einer Bank oder eines Unternehmens. Und wenn der Erfolg besonders groß ist, dann müssen diejenigen, die zur Wertschöpfung beigetragen haben, auch alle, nicht nur wenige, sondern alle angemessen beteiligt werden. Da liegt für mich die Ursache. Dann fordern Sie in diesem Fall also auch kein Umdenken? Nun, wo wir umdenken müssen in Politik und in Wirtschaft ist, wie müssen wir politisch betrachtet bestimmte Dinge gestalten, damit sie im Sinne der Gesellschaft auch geleistet werden können. Das zum Beispiel für den G20-Gipfel hätte das bedeutet, sich nicht mit der Reorganisation der Finanzwelt zu beschäftigen, sondern mit einer einheitlichen Finanzpolitik, die weltweit gilt. Wir hätten uns damit beschäftigen sollen, wie gehen wir um mit toxischen Wertanlagen und solchen Dingen und nicht uns darüber aufregen, wenn jemand Geld verdient oder weniger oder mehr Geld verdient. Die Banken weiterhin müssen darüber nachdenken, ob denn Rendite das einzig lohnenswerte Ziel einer Bank ist, ob sie denn nicht auch eine gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen müssen, genau wie alle anderen Unternehmen. Im vergangenen Jahr hatten Ackermann und seine Vorstandskollegen ja auf Bonuszahlungen verzichtet. Dieses Jahr sieht das aber schon wieder ganz anders aus. Haben wir da nichts gelernt aus der Finanzkrise? Nun, die Frage ist, wer muss gelernt haben? Dazu gehören natürlich die Anleger, die sicher auch in einer gewissen Gier bestimmte Renditen erwartet haben und zu einer anderen Bank gegangen wären, wenn ihre Bank ihnen nicht solche Renditen angeboten hätte. Die Banker müssen lernen, dass sie nicht Produkte verkaufen dürfen, von denen niemand mehr weiß, was sie wert sind und die fast toxisch sind. Und die Politik muss lernen, dass wir Rahmenbedingungen brauchen, die einheitliche Standards bilden, weltweit, und nicht nur die Reorganisation der Finanzwelt als solche bedeuten. Vielen Dank, Ulf Posé, für diese ersten Einschätzungen und wir hören Sie gleich noch mal wieder. Dankeschön für den Moment. Danke Ihnen.